7 Pflichtspiele diese Saison nur ein einziger Gegentreffer. Ipe Untervicki stark in die Spielzeit gestartet und gegen die Finnen aus Kuopio dank 2:0 Vorsprung auf bestem Weg in die Conference League Playoffs. So kann auch munter rotiert werden, 7 Wechsel verglichen mit der Partie am Wochenende gegen Basel. Einer der Neuen, der erst 18-jährige Miguel Chaiva, ist gleich Ausgangsstation der ersten IBE-Offensivaktion. Sierro. Nsame, Itten, Doppelpass. Drin ist der IBE mit dem Blitzstart. Boom, boom, boom. So einfach kann Fußball sein. Was für eine herrliche Kombination, vollendet von Nsame, dem Rückkehrer. Bei seinem 4. Auftritt auf europäischer Bühne diese Saison am 5. Treffer beteiligt. So stark, als wäre er nie weg gewesen. Das Polster mit dem 3-Tore-Vorsprung mittlerweile so gemütlich, dass sich Ibe zurücklehnen kann. Eine wirklich ruhige Kugel schieben ist dann aber doch nicht. Plötzlich geht's zügig. Itten, trickreich, Sierro, kaltblütig, 2:0. Puh, ein Hammer nach einer halben Stunde. Wieder ist Itten Vorbereiter, diesmal für den ersten Saisontreffer von Vincent Sierro. Der hat Itten überzeugt, zu den Bernern zu wechseln, hat sich jetzt schon ausbezahlt, nicht nur für Sierro, auch für Ibe. Produktion Sitten, wie Sierro und Itten genannt werden, ballert die Berner in die nächste Runde. Noch gilt es aber, eine Halbzeit durchzubringen und sich von den finnischen Gästen nicht einlullen zu lassen. Gelingt im Mittelfeld ganz gut. Schon wieder marschiert Itten auf. Der hat Platz und Zeit, wird nicht angegangen. Kreidel rettet, Nsame, Nachschuss. Nein, der Topscorer lässt kaum einmal eine solche Chance aus. Jetzt rettet Captain Ricardo kurz vor der Linie. Kuopio nur selten im letzten Spielfelddrittel anzutreffen, wenn, dann wird es aber gefährlich. Jensen, auch er hat ziemlich viel Raum und weiß den zu nützen. Puh, das war knapp. Rajoppi, der heute von Balmos ersetzt, wäre da vermutlich noch rangekommen. Beste Chance der Finnen bisher. Im Gegenzug die Berner, wieder mit Itten, heute offensive Schaltzentrale. Nsame. Und da ist das 3:0. Das sieht immer so einfach aus bei ihm. Dritter Versuch, zweiter Treffer. Der Applaus gilt nicht nur ihm, sondern auch dem Vorbereiter. Cedric Itten kennen wir als Scorer seit seiner Rückkehr in die Schweiz mit Nsame an der Seite. Funktioniert er aber auch wunderbar als Vorbereiter. Hat alle 3 Treffer aufgelegt. Als erster Spieler überhaupt diese Saison in einem europäischen Spiel. Damit ist dann aber auch alles entschieden. Die Berner ziehen dank 2 Toren von Nsame in die Conference League Playoffs ein, treffen damit den Belgiern aus Anderlecht auf einen mindestens ebenbürtigen Gegner. Ihnen entgegenstellen kann man eine makellose Defensive, eine Festung zu Hause und mit Sitten 2 Freunde, die heute beide viel Selbstvertrauen getankt haben.